Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um die besten Duo-Landespots. Denn ihr wisst ja, Duos diese Season der beste Modus und auch für dieses Jahr der Modus, der halt in den ganzen Tournaments ist. Und damit ihr in den Cups und Arena nicht immer am Anfang stirbt, braucht ihr natürlich die richtigen Landespots. Und deswegen habe ich jetzt mal hier die besten rausgesucht für etwas defensivere Spieler und für offensive Spieler. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor es mit dem Video losgeht, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und falls ihr mich mega unterstützen wollt, tragt gerne im Fortnite Item Shop meinen Supporter Creator Code Lenny-OG ein. Das kostet euch gar nichts mehr, aber mir hilft das mega, also macht das gerne. Und jetzt starten wir mit dem Video. Ich werde das Ganze jetzt auf jeden Fall so machen, dass erst die offensiven Landespots kommen und am Ende halt die defensiven. Und wie ihr es euch vielleicht denken könnt, der offensivste Landespot ist natürlich Grotto. Aber es ist auch einer der besten Landespots, den ich auch oft benutze in Duo, weil es dort dann einfach den meisten Loot auf der ganzen Karte gibt. Das ist der Ort mit dem meisten Loot. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr im Luftschiff landet. Der eine landet irgendwie unten oder hier in dieser Tür und der andere landet hier in der Tür. Und vor allem, hier ist es natürlich wichtig, dass ihr einen sehr, sehr guten Job habt. Aber es ist tatsächlich immer so, die meisten denken, ja, hier ist so komplett Contest, aber ein Solo ist tatsächlich fast gar nicht Contest. Also zwei, drei Leute, aber wir reden ja auch eigentlich über Duo und da sind immer nur so drei, vier Teams, weil halt die meisten einfach nicht da landen. Außer es ist halt Hot Drop, aber meistens ist es etwas weiter vom Bus entfernt, da landen da wirklich nicht viele. Und ich würde euch empfehlen, dass einer hier auf jeden Fall landet. Und einer zum Beispiel im Cockpit, da hinten, da in der Tür. Oder da unten, also ich kann es euch gerade nicht zeigen, aber da gibt es auf jeden Fall Full Heal, weil da so Fässer sind. Und da gibt es auch neue Oceans. Und hier die Loot-Route ist, die geht hier rein, klettert hier hoch, nehmt euch den Loot, geht hier einfach direkt weiter runter, nehmt euch hier die Chest schnell mit. Und das Gute ist natürlich auch, der Bot ist nicht mehr hier, der ist jetzt mit der Jürgel. Dann sprintet ihr hier weiter, auf jeden Fall die ganze Zeit Tactical Sprint benutzen, damit seid ihr viel schneller. Holt euch hier die Chest. Jumpt dann hier runter, holt euch hier die Chest im Cockpit, wenn da nicht euer Mate landet. Und dann geht ihr hier runter, baut euch hier hin, vielleicht wussten sie manchmal nicht, dass hier eine Chest ist. Habt ihr schon diesen Loot? Und ihr seht schon, ich habe jetzt nach weniger Zeit schon so, so kranken Loot. Und hier, das hier unten meinte ich, hier kann euer Mate theoretisch auch landen. Weil hier sind, wie gesagt, Full Splashies und halt eine I.O. Chest, also hier vorne sind noch mehr Splashies. Also es sind genau 100 AP Splashies. Und ab dann, wenn ihr dann das gelootet habt, könnt ihr echt alles machen, was ihr wollt. Also ihr könnt so oben zum Scanner gehen. Ich gehe eigentlich immer hier runter und scanne dann da einmal und dann halt ganz normal fighten. Nächste, auch etwas offensive Landespot, den ich aber im Moment auch am meisten benutze, vor allem auch in Cups, ist auf jeden Fall einer der meist underratedsten Zeppeline, nämlich der in Kondo Canyon. Der ist für mich auf jeden Fall mit Grotto der beste Zeppelin, weil hier landen tatsächlich eigentlich immer gefühlt nur ein oder zwei Teams, auf jeden Fall in Arena, in Cups vielleicht etwas mehr oder etwas weniger, kommt immer drauf an. Aber hier landen in Arena wirklich immer nur so roundabout zwei Teams. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr wieder das gleiche macht wie eben, also der Mate landet unten im Cockpit oder so und ihr macht halt wieder hier die Loot-Route, die ich euch eben gezeigt habe. Hier kann euer, wenn ihr nicht Contest seid oder nicht Dual Contest seid, euer Mate auch theoretisch unten in der Stadt landen, weil ihr habt halt so eine riesige Stadt hier. Also hier diesen Teil und diesen Teil, da gibt es auch richtig kranken Loot, also das mache ich immer mit Linus. Dass er unten in der Stadt landet, auch wenn contestet, dann manchmal trotzdem, aber wenn wir hart contestet sind, landet er halt im Cockpit. Habe ich eigentlich immer den ganzen Zeppelin für mich alleine und sonst loot ich halt hier den Zeppelin und er unten und das passt auf jeden Fall. Und wenn ihr dann hier fertig gelootet habt, könnt ihr auch theoretisch noch zu dem Tresor dann riften. Manchmal zählt natürlich auch das Loot-Boot, das ist natürlich ein Vorteil, weil das hier nah am Meer ist. Und dann könnt ihr hier unten halt noch komplett looten. Und Leute, der erste, ich habe jetzt noch zwei offensive Landespots und der erste ist auf jeden Fall, den habe ich auch schon im anderen Landespot-Video gezeigt. Hier die Synapse Station. Die ist noch etwas mehr offensiv als der nächste Landespot, aber die ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Landespot. Würde ich euch nicht für Arena empfehlen, aber für Cups ist das in Duo schon sehr, sehr, sehr stark. Da landen zwar immer ein bis zwei Teams wieder, aber in Arena eigentlich nie ein Team. Aber in Arena würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, da zu landen, weil es halt etwas sehr, sehr defensiv hier. Und falls ihr nicht die besten Spieler seid, trotzdem plus machen wollt, könnt ihr in Arena natürlich auch da landen. Und hier kann dann einer, wenn ihr uncontested seid, in diesem Gebäude landen, das hier looten. Und der andere, ihr landet hier, lootet noch das hier. Und dann könnt ihr euch das hier und das hier noch aufteilen. Hier habe ich jetzt noch keine richtige Lootrunde, weil ich hier halt nicht lande, aber hier könnt ihr euch auf jeden Fall eine halt suchen. Immer, ich würde euch immer empfehlen, hier oben drauf zu landen, um das hier zu looten und dann irgendwie hier so herzugehen. Aber mehr kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein OP-Landespot. Und von hier könnt ihr natürlich einer der Hauptvorteile mit den Rifts in Zone rotieren.
Was natürlich auch sehr, sehr stark ist. Was aber auch möglich ist, ist, dass ihr mit den Rifts hier vorne zur Insel rotiert. Weil da ist auch guter Loot und da sind manchmal auch Free Kills. Der nächste offensive Landespot ist auch schon direkt hier. Hier dieses Main Kick House, nämlich das hier und die Stadt gehört auch noch hier unten mit dazu. Und hier kann immer einer hier landen, im Duo, und der andere da, und dann geht ihr zusammen da runter. Oder einer geht nur runter. Das war auch mein Landespot letzte Season, vor allem für Solo. Der geht auch für Solo, aber in Duo ist der noch besser eigentlich. Und was ich euch immer empfehlen würde, habe ich euch ja schon mal im Video sogar gezeigt letzte Season. Landet hier auf dem Dach, hier ist jetzt leider keine Waffe, aber landet hier auf jeden Fall auf dem Dach. Hier ist aber auch keiner, die Waffen könnt ihr euch sonst holen. Dann geht hier schnell durch, nehmt euch hier die Chest immer mit. Nehmt euch hier die Reifen mit, habt dann ein OP-Auto schon. Könnt euch hier noch die Muni-Chest immer mitnehmen. Dann kauft euch hier den ganzen Indian-Skip, bei mir gibt es leider nur Biggies, sonst gibt es dann Minis, das ist auf jeden Fall sehr stark. Nehmt euch hier die Slapfische und dann gibt es hier noch 50 Heal. Und hier gibt es auch noch Fettmetall. Und dann gibt es hier drin noch eine Chest. Euer Mate lootet dann hier beim Mailkick und dann könnt ihr noch hier runter gehen. Und insgesamt ist es auf jeden Fall ein sehr guter Landespot. So Leute, der letzte offensive Spot ist jetzt noch hier vorne bei den Inseln. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Split Drop. Nämlich landet einer von euch hier und der andere hier. Ihr könnt es theoretisch auch als Trio Landespot nutzen, dann landet noch einer hier. Aber als Duo ist es auf jeden Fall auch sehr gut. Sonst würde ich es auch nicht zeigen. Wenn ihr Contest seid, würde ich euch empfehlen, dass ihr beide beim Tempel landet. Und hier habt ihr auch halt auch wieder den Vorteil, dass es am Meer ist, dass ihr das Loopboot auch haben könnt, theoretisch. Und hier hinten gibt es auch noch Rifts im Tresor und hier ist halt wirklich richtig viel Loot. Also hier sind 4 Häuser, da ist ein Haus, hier sind 2, hier ist das und in der Villa da hinten gibt es auch noch richtig viel Loot. Also das ist einer der defensivsten Landespots, aber auch einer der besten, finde ich. Für Arena würde ich euch den wieder nicht empfehlen, weil es ist halt zu defensiv, finde ich. Außer ihr seid jetzt, wie gesagt, nicht die besten Spieler. Aber für Cups ist es auf jeden Fall schon sehr gut, wenn ihr jetzt nicht W-Keen wollt. Also auf jeden Fall, da lootet halt der eine. Ihr könnt auch noch theoretisch darüber, da hinten ist auch noch irgendwo ein Tresor, aber ich würde euch empfehlen, dass ihr zu dem Tresor da hinten geht. Und ich denke, ich muss euch jetzt hier gar nicht alles zeigen, das ist eigentlich selbsterklärend. Und das war es eigentlich auch schon mit den Landespots. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks oder Landespots zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal.